Dieser Stern besteht aus 20 weißen Blättern und 10 farbigen Blättern, die sich nur auf den mittleren Kranz von Sternspitzen beschränken. Wenn ich so etwas machen will, kann ich den Stern auch nach dem Reißverschlussprinzip, so nenne ich es mal, zusammenbauen. Wie das funktioniert, zeige ich jetzt. Ich habe zwei Sternenspitzenkränze schon vorbereitet. Da sind meine farbigen Blätter. An einer Seite fange ich mit der ersten Farbe an. Setze da zwei Module dazu. An dieses offene Ende, an dieser einen Seite, wird jetzt das andere Teil befestigt. Die Spitze wird vervollständigt mit der zweiten Farbe. So, jetzt wieder die andere Seite. Zweite Spitze von der Farbe. Ist ein bisschen fummelig. Jetzt wieder von der anderen Seite und die nächste Farbe dazu. Seite. Wenn man einmal richtig angefangen hat, kann man sich praktisch gar nicht mehr vertun. Letzte wieder auseinanderwickeln. Über den Finger biegen, leicht anheben die Lasche und hineingleiten lassen. So, das war's.